Meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Chernobyl Light. Ich denke mal, es wird so ausgesprochen. Ich weiß über das Spiel eigentlich gar nichts. Ich spiele es einfach nur, weil es gerade jeder spielt, glaube ich. Oder gefühlt jeder spielt. Audiosprache, Russisch. Ich finde Russisch ganz schön krass. Ja, nehmen wir Russisch. Ich mag das. Nostrovje. Okay, Untertitel natürlich Deutsch, Audiogerät, Heimkino, nö, wir sind beim PC, Lautsprecher, Laptop, Lautsprecher, TV-Lautsprecher, Kopfhörer und High Dynamic Ran. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Bestätigen. So, Chernobyl Light und damit sollen es mir die Helligkeit ein bisschen, ich mag es nicht so dunkel, weil ich eine Angst kriege. So, Optionen. Wie gesagt, ich spiele es einfach nur gerade, weil einfach das gerade jeder spielt. Und deswegen spiele ich es. ich hoffe ja, das ist ein bisschen Horror, ne? Ultra, ultra, überall davor, wa? Ich hoffe, das ist ja Horror, das Spiel. Und, na gut, man kann, wenn man das Bild so sieht, scheint es nämlich cool auszusehen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, worum es geht. Lass uns einfach überraschen. Ich habe davor Bock. Jeder andere hat das schon mal, glaube ich, irgendwie so ein Dingens gespielt vorher. Da hatte ich noch nicht so einen guten PC gehabt. Also infolgedessen habe ich es damals da noch nicht gespielt. Und das ist jetzt die Vollversion, die es, glaube ich, seit dem 28.07. gibt. Also seit vorgestern quasi. So, ich fange an. Neues Spiel. Ah. Was ist denn das alles? Er kann schon wieder einflussen, KI-Gegner der bestimmten Anzahl der Wehrheftigkeit. Das scheint so, okay, das lassen wir mal. Okay. Spiel starten! Das Spiel speichert deinen Fortschritt automatisch. Beende es mir nicht und schalte in den Computer und da sind wir schon. Корпорация НАР начинает испытание новейшей разработки – технологии рекультивации. Станция 90, питон 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезенные из зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников, они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно – саркофаг трогать нельзя. Просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет, правда? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Очнись. Okay, das sind wir. Oh, was ist hier los? Даня, wo bist du? Meine süße Даня. Даня, прекращай эти шутки. Okay. Ich war damals irritiert, als das rauskam, als sie es alles gespielt hatten. Weil zur selben Zeit kam damals... denkst du, mir fällt auch ein, wie dieses Ding heißt gerade? Nicht Trailer, spielbarer Trailer, irgendwie sowas in der Richtung. Da kam damals noch die Serie Chernobyl raus, auf Sky. Glaube ich, Sky war das. Und deswegen war ich so irritiert. Ich dachte, das hat irgendwas miteinander zu tun. Ja.
Toll, aber wir alle kennen das ja, ne, mit Tschernobyl, was damals alles passiert. Ich erinnere mich persönlich als Kind noch damals daran, ich durfte nicht draußen spielen. Ne, da wurde damals, erst zog die Wolke rüber nach Süden rüber und nachher nach Richtung Dänemark drehte sich der Wind und dann ging es Richtung Dänemark und natürlich dann logischerweise auch über uns. Und dann durften wir nicht draußen spielen, wegen den sauren Regen und so ein Scheiß. Guti, ja, es ist immer noch betroffen, glaube ich, der Boden in Bayern ist, glaube ich, noch betroffen. Ich glaube, wenn da irgendjemand zum Förster, glaube ich, irgendwie ein Schwein schießt oder was, wird der tatsächlich noch nach Radioaktivität gemessen, Gammastrahlen. Und weil der Boden noch wohl radioaktiv verseucht ist, das heißt, die Schweine fressen ja auch Pilze und dann, ja. So, reinzoomen, rauszoomen. Ich weiß nicht immer, warum das hier mit meinem scheiß Handy. Ich schwöre, ich mache immer, aber will nicht. Okay. Reinzoomen, rauszoomen. Und genau, so war das auf jeden Fall. Was ist mit der Notiz? Ah, hier können wir den. Dunkler Himmel bei Pripyat. Die Folgen des Tschernobyl-Desasters sind entsetzlich. Es ist der einzige Fall in der Geschichte, bei dem ebenso viele Menschen an Reaktorschäden starben während der Strahlenkrankheit. 31 Opfer kamen in wenigen Wochen ums Leben, hauptsächlich aufgrund der radioaktiven Dampfverbrennungen oder Strahlenbelastung. Eine Person starb sogar an einem Herzinfarkt. Aber diese Zahlen spiegeln eher die erste Situation nicht wider. Innerhalb von 36 Stunden evakuierten Behörden 115.000 Menschen und sagten ihnen, sie konnten bald wieder nach Hause zurückkehren. Unglücklicherweise war das eine Lüge. Die Katastrophe hatte auch schwere wirtschaftliche Folgen. 784.320 Hektar Agrarland und 694.200 Hektar Wald wurden in der Agrarproduktion ausgeschlossen. Die Sowjetunion stellte knapp 18 Milliarden Rubel für Reparaturen der Auswirkung dieses Desasters bereit. Dies ignoriert jedoch die Tatsache, dass Menschen, die aus nahe Pripyat evakuiert wurden, in den nächsten 10 Jahren an verschiedenen Krebsarten erkranken werden. Außerdem wird geschätzt, dass die Anzahl bösartiger Krebskrankheiten in benachbarten Ländern exponentiell ansteigen wird. Vor allem unter den Kindern. Okay. Tab zurückgehört? Ja. Okay. Ich glaube, ich muss mal die Mausempfindlichkeit, die geht mir ein bisschen zu flott. Die muss ich mal ein bisschen einstellen. Kontrolle. Was? Zielerfassung. Stärke der Zielerfassung. Ist das hier Controller leer? Warum ein Controller, Digga? Nein, ich. Warum? Oh, dann vor allem gleich Xbox, ne? Wer spielt schon Xbox? Sensibilität, da haben wir es doch. So ein bisschen um die Hälfte, ne? Ach, schon notwendig. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt ist sehr gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe auf ein Horrorspiel. Gehe aber davon aus, auch auf einen Shooter. Was natürlich auch nicht schlimm ist. So Stalker-mäßig. Igor. Ich komme, mein Schatz. Igor ist unterwegs. Ich bin Igor Schabelnikov. Подожди! Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Alter, Digga. Мой дорогой профессор Хименюк. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество! Где ты? После стольких... Weiter geht's hier im Text. Habe ich gar nicht angemacht, meine Kamera, das. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache die mal. Mach ich die an? Lass ich die aus? Ich glaube, ich mache sie an. Aber wobei. Ach komm, wir machen sie aus. Wobei. Ach, ich glaube, ich lasse sie an. Wie ist das? Wie ist das krass, das? Ich
Ich finde es immer so geil, wenn Spiele so mystisch anfangen. Geben wir ein bisschen Gas hier, wa? Grid gespeichert. Was war denn das gerade für ein Monster? Oh, oh. Oh, Dicker, was ist denn das? Ja, gerne hier noch. Okay. Shooter, hm? Wo kommt denn die Flut auf einmal her? Wow! Das ist ja wohl sehr krass. Call of Duty. Was? Wer bist du denn? Wie kommst du denn mal her? Ist krass das! Когда уже это закончится? Hey Leute, nicht so! Was ist denn hier los? Ich verstehe das erstmal gar nicht. Scheiße, nochmal so von vorne? Hallo, Tante, erzähl mal, was geht hier ab? Die sind auch irgendwie nicht gestorben. Ist das hier irgendwie... Foto Wahnsinn. Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Шт! Meine Güte. Was ist das? Und was ist das? Ah! Notizen! Eigentum von Future Deadrends Technologie. So. Tap. Tap, 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 tap. Oh, das ist ein Server. Hier. Aufheben. Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. Müssen wir hier zurück dann, oder? Wechsel herstellen. Was ist denn das? Alle verfügbaren Aktionen sind in der Toolbar aufgelistet. Siehe dort nach, wenn du mal nicht weißt, was zu tun ist. Du kannst sie sowohl mit den Tasten bedienen, aber Aktionen mausklicken. Okay, das ist zu tun. Was ist das, ein Akkuschrauber oder was? Ja gut, ein Akkuschrauber. Da fehlt ein bisschen was dafür, ne? Oh. Es verändert sich alles. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich hier was? Так приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нар церемониться не будет. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекрутивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний. Но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал.
Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... Чернобылита? Так он называется, Игорь? Игорь! Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такой? Ist das die Reinigung nach dem Dings, wo nachher alle Tiere erschossen worden sind? Um die Radioaktivität einzudämmen? Пора наконец разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут босс. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. А, schön. Es leuchtet herrlich. Chernobyl. Das Spiel ist echt total verwirrend, muss ich sagen. Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Ох, канализация! Ja, aber das ist ja... Это просто дырка в земле, Антон. Ist ja mit dem Sarg darüber, oder? Gar, so sah das ja damals nicht aus. Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Oder? Nein, diese Kuppel wurde damals drüber gefahren wegen der radioaktiven Eindämmung hier tatsächlich hier. Diese Kuppel hier vorne. Oder doch, das sah doch so aus. Natürlich sah das aus. Digga, Tomji, was stimmt mit dir nicht? Без паники, Оливер. Где ты видишь героя? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Ich komm und mach das auch? Kann ich nicht machen. Doch, ich mach auch. Recht. Хватит разговоров. Вперед. После вас, Игорь. Hab ich keine Flinte? Damen, умники, вперед! Antworte höflich. Ты шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Okay, Kanalisation. Haben wir gute Erfahrung mit. Achte auf den Kompass auf dem Bildschirm da oben, alles klar. Aber warum haben wir keine Waffe? Wir haben ein Messer, ey. Mitten durch diese... Achte auf den Kompass auf dem Bildschirm, dann die Ziele sind wichtige Charaktere. Wenn du vielleicht nicht weißt, wo du als nächstes hingehen sollst. Das wird nicht so schwer sein. Das sieht aus hier wie beim Indianer und dem Sofa. Ah! Ich soll unsichtbar werden? Okay. Ich finde Dings richtig doof. Ich will C haben für Crouchen. Crouchen ist immer C. So muss das sein. Warte mal. Option. So, Steuerung. Steuerungsübersicht, Steuerung, Einstellung. Willst du mich verarschen jetzt? Escape zurück. Nachladen. R, ducken. Will ich C haben. Dankeschön. Zurück. Folgende Hinweise für den Schnellmenü. Alle Instruktionen müssen zugewiesen sein. Drücke die beliebige Taste, um fortzufahren. Welche ist denn nicht zugewendet denn? Sind ja alle zugewendet jetzt. Hä? Was sind doch alle zugewendet jetzt? Was willst du denn jetzt hier? Was ist denn hier? Dings, 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 da. Blub, blub, blub. Sprinten ist da. Springen ist da. C verwendet da. Bla, bla, angreifen da. F ist da. Ziel ist da. Alles gut.
Wo fehlt denn ein Schnellmenü? Also wäre C jetzt das Schnellmenü gewesen? Wo steht denn hier Schnellmenü bitte? Hier steht nichts. Hier ist nicht da, ein Schnellmenü. Ah, hier ist Schnellmenü. Und diese Musik dabei einfach. Tasche. X. Ja, dann mach doch X, ist doch okay. Okay, jetzt aber. Ja! So, weil ich finde CF zum Crouchen einfach geiler irgendwie. Okay. Ich muss und werde und bleiben unsichtbar. Oh, er kommt auf mich zu. Na, Kleiner, hast du Bock auf Schweinerei? Sag mir, nee. Hier nix da. Ich gucke nur hier rum, ob hier ist alles korrekt. Und dann gehe ich hier hinter und du kannst mich nicht sehen. Na, du, hau ab. Warum musst du dich ausgerechnet jetzt hier hinstellen? Oh, oh. Okay. Nein! Kann ich hier unter durch? Yay! Hey! Ah, hi! Ja! Сюда! Ich komm doch schon! Ich meine, das ist ja fast nicht laut, oder? Wofür haben wir das denn gemacht? Wofür sind wir jetzt über den Zaun geklettert? Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Hä? Okay, eins. Öffne die Tasche hier um den Ogelhungen, ja? Was ist das? Umgebungsscanner, genau. Sortieren, genehmigen, Schnellmenü. Ausrüsten. 3, 6. Да. Не отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности. На ближайшие час-два. Вы все не в безопасности. Окей. Dann mal los. Wo soll's hingehen? Ach, ich muss nochmal mit dir sprechen, oder was? Warum habe ich keine Flinte? Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер! Ich habe auch gar keine Flinte am Start oder so, ne? У нас сейчас нет времени. Nutze, она работает. Просто нужно больше чернобылита. Okay, verstanden. Чернобылит. Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда, еще поржем над этой историей за кружкой. Лапит киносен. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Es ist ziemlich heftig so, ne? So dieses Verstörende einfach, ne? Dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt immer Flashbacks sind, die wir sehen, oder ob das noch passieren wird. Ganz offensichtlich ist hier das Atomkraftwerk hier noch ziemlich ganz. Also
Стоим! Вижу противника. Aber es sieht aus wie bei Häuptling oder einem Sofa, also schon gegessen. Антон, тот слева твой, а я возьму. Я займусь вторым, Оливер. Ого, поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Ну окей. Gern wieder rein. Das sind böse Menschen. Ich soll die Wache ausschalten? Leute, ich hab nicht mal eine Knarre, ne? Ist euch schon bewusst oder sowas in der Richtung, oder? Was ist das? Portalgenerator, klubiges Design und Hightech-Werkzeug, General, Wurmlöcher, Wahnsinn! Wurmlöcher, hör mal. Okay, wie mache ich denn den Soldaten mal fertig? Ich meine, die Sache ist ja die, ich will nicht irgendwie jetzt sagen oder so. Die Waffen haben oder so ein Scheiß. Na gut. Jetzt brechen das Genick. Nee, wird einfach nur erwürgt. Ach, das tut mich aber traurig. Ob so, wir haben einen Scanner bei der Hand. Да, давненько я тут не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь. Твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка AZ5 еще работает. AZ5-Taste? Wieder wo wer wer was? I, okay. Их не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Drücke die Taste nicht, aber sei ehrlich. Drücke die Taste nicht und erfinde eine Ausrede. Genau. Wir sehen nur Gespenster. Конечно. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Тогда вперед. К реактору. Бегом. К реактору. Nur zwei Leute, ha? Привет! Просто возгорание, не более того. Все под контролем. Реакторы РБМК взрываются. Это geil einfach. Ядро реактора взорвалось. Я видел графит на земле. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя. Ты нас убил, самонадеянный ты мудак! Ты же всех нас убил! Ich will gar nicht wissen, wie die Stimmung damals wirklich gewesen ist. Ich glaube, die Serie Tschernobyl gibt es tatsächlich alles so wieder. Und ich glaube, das gibt es auch echt wieder, ne? Das sieht alles so 70er aus, ey. Oh. Alter. Так что с радиацией? Давайте побыстрее с этим покончим. А, так это я тебя задерживаю? Was sollen wir denn machen? Oh. Ich muss mit dem Vogel reden. Digga, ich muss es machen. Ja, fass es mal so an, kein Problem. Ah, jetzt weiß ich, das heißt nicht Tschernobyl Light, sondern Tschernobyl Lead. Genau, das sind diese kleinen Fragmente hier. Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле Чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Куда-куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно?
Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь, во время катастрофы, 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. О! Was ist er denn? Super starker Mann. Digga. Wer ist dieser Mann? Ты? Что ты здесь делаешь? Okay, er kennt uns wahrscheinlich. Warum auch immer. Huch! Оливер! Куда ты делся, Оливер? Immer keine Waffe, ha? Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию Чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины. Соединяющие две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? Окей. И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Окей, ты выйдешь возле базы Михаила. Надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Ja, hast du ja gerade gezeigt, wie du das gut konntest, ne? Gut, wir sind irgendwie immer noch auf der Flucht hier. Also gut, dann weg hier. Was ist hier los? Schlüpp, Led. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить. Окей. Komisch, diese Hänger immer, ne? Aber wie gesagt, das Spiel ist neu, ne? Vielleicht wird da noch was gemacht. Chernobyl, Tag 1, morgen. Gut, Kinderchen, wir haben schon was gesehen von diesem Spiel. Wir werden gucken, was in der nächsten Folge passiert. Wir sehen uns bis dahin. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal und tschüss.